Aber die wird cool, glaube ich. Und dann habe ich ihn noch mal gesehen auf der OMR, auf so Partys da, auf so Veranstaltungen da. Das heißt, und hat's gefunkt? Ja, wir sind total, also wir sind jetzt Best Buddies. Wir sind Best Buddies. Ja, das Ding ist, wow. Also die Erwachsenen von euch wissen das, also die anderen wahrscheinlich auch zur Hälfte, aber nur weil man jemanden im Internet sozusagen kritisiert für Sachen, die derjenige mal gemacht hat, heißt das nicht, dass man jemanden anspuckt, wenn man ihn dann real sieht. Ne? Also ich glaube, das ist aber auch den allermeisten bewusst, ne? Dass man miteinander ganz ordentlich auskommen und reden kann und sehr gut miteinander klarkommen kann, so in dem Augenblick. Und das sind zwei sehr verschiedene Sachen, weil wir sind hier nicht auf dem Pausenhof. Aber den meisten von euch ist das klar. Für die 10%, denen das nicht klar war unter euch, habe ich es jetzt so gesagt. Ich weiß noch nicht. Checkt den ab, wenn ihr links kommt, weil sie in den Aber ich sage euch ehrlich, Botox, das wäre jetzt für mich persönlich gar nichts. Also ich möchte jetzt nicht irgendeinen externen Eingriff so bei mir haben. Knapp bei Kasse, ja genau. Ich muss, das Finanzamt hat mich endlich gepackt. Und jetzt sagen die, dass ich von den Jahren 2023, 2022, 2021, 2020, 19 und 18 noch die Steuern zahlen muss. Deswegen muss ich gerade ein paar Assets sozusagen wieder flüssig machen. Danke, Michelle. Vielen, vielen lieben Dank. Ich unterdrücke, Michelle, jeden deine Mama-Joke gerade aus Respekt vor deiner Mama. Aber ich sage euch ehrlich, Botox, das wäre jetzt für mich persönlich gar nichts. Also ich möchte jetzt nicht irgendeinen externen Eingriff so bei mir haben. So, wenn, dann möchte ich irgendwas natural machen. Und außerdem, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, dass jetzt irgendwer unbedingt in mich reinspritzt. Anders als die Mutter von Michelle, die hätte ziemlich viel Lust, dass irgendjemand in sie reinspritzt. Nein, Digga, ich kann das nicht. Ich entschuldige mich bei Michelle, ich entschuldige mich bei der Mutter von Michelle. Ich entschuldige mich bei allen Beteiligten, allen Zuschauern. Und ich möchte mich bessern, ich möchte mich in der auch steigern, dass ich mehr Sensibilität habe, zu erkennen, dass das falsch ist, das zu tun. Ey, ich habe versucht, es zu unterdrücken. Ich habe gekämpft. Es war ein Kampf, den ich nicht gewinnen konnte, aber ich habe gekämpft. Pass auf, das, was ich gelernt habe, ist, man soll vermeiden zu lachen. Man soll möglichst ernst schlafen, ein ganzes Leben lang tatsächlich. Und man soll nicht auf der Seite schlafen, weil diese Sachen Falten verursachen. This is how unwanted lines and wrinkles are created by sleeping on your side. It causes permanent lines and wrinkles on your face. Practice these to face yoga poses to strengthen your face muscles. Ist es nicht Quatsch? Ganz kurz, ist es nicht Quatsch, weil, weil wenn du schläfst, schläfst du doch nicht auf einem Stück Glas. Also wenn du auf einem Kissen schläfst, dann passiert doch was anderes mit deiner Wange, als wenn du auf einer komplett glatten Oberfläche bist. Das ist doch was anderes. Practice these to face yoga poses to strengthen your face muscles. Das ist creepy, was wir hier gerade sehen. Das macht... Warte, also du ziehst sozusagen das Gesicht nach hinten. Warte. Du ziehst. Wow. Hä? Das sieht ganz schrecklich aus. Das sieht aber ultra schrecklich aus. Ehrlich, ich bin Kaiser. Sehr, sehr gut. Man ist dann auch der Punkt erreicht, wo das ein bisschen mehr von, naja, Self-Care und ein bisschen Anti-Aging und sowas zu einer Obsession wird. Man checkt mal den Anti-Aging-Strohhalm aus. Das Problem, was du nämlich bei einem normalen Strohhalm hättest, ist, dass du, wenn du ihn benutzt, deine Gesichtsmuskulatur anspannst und das Falten verstärkt. Ah, ja, doch, ich weiß. Ich habe das auch mal gesehen. Weil man dann diesen Mund macht, aber dieser Mund ist natürlich ganz schrecklich. Da ist ja, da sind ja, du hast ja Instant-Falten, überall Falten. Akt. Raucherfalten.
Ja, Digga, ich glaube, die Raucherfalten kommen aber nicht von der Mund, von der Mundhaltung, sondern ich glaube von halt allem anderen, was Rauchen ausmacht. Ich habe einen ganz wilden Trick. So. Warum trinkt man dann nicht ohne Strohhalm? Also dann muss man doch auch nicht so machen. Dann kann man doch auch. Kann man nicht einfach. Ja. Dieser dumme Strohhalm ist so extrem abgegangen. Ich denke mal, wenn du so krass Angst davor hast, Falten zu bekommen, warum trinkst du denn nicht einfach aus einem Glas? Besser noch, wenn du unbedingt einen Strohhalm brauchst, warum trinkst du denn nicht einfach seitlich? Das stimmt. Oh Gott, ja. Man kann ja auch so trinken. Aber nein, wir brauchen ein neues Produkt dafür. Der Kapitalismus sagt dir, du hast ein Problem und du brauchst dieses Produkt, um das Problem zu lösen. Das ist schon wichtig. Aber die eigentliche Frage ist, warum trinkst du nicht einfach gleich Holy? Ich finde Holy super, ich kann gar nicht genug davon. Beste Überleitung. Beste Überleitung. Neues, guck mal, jetzt ist er doch vollgespritzt. Eben hat er noch gesagt, er wollte sie nicht vollspritzen. Ah, nee. Er hat gesagt, er will nicht, dass man sie in anspritzt. Das ist natürlich was anderes. Das kann ich natürlich verstehen. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Oh Gott. Ich wollte es nicht so sexuell machen. Ich wollte das nicht so sexuell machen. Mir ist jetzt aufgefallen, wie sexuell das ist, darüber zu sprechen, dass man es bevorzugt, lieber anstatt. Digga. Hat er gemacht. Er hat das gemacht. Er hat diesen Gedanken gemacht. Ich habe nichts gemacht, Niki. Ja, ich muss das leider erklären. Aber er hat das gemacht, ne? Also nur, dass jetzt gerade in dieser Situation wir alle uns anschauen, wer ist hier der Schuldige? Wer ist hier der Typ, der so diesen Kopf hat, diesen weirden Stillkopf, Kaiser? Ihr unschuldig, ich unschuldig, wir alle Brüde, er. Nur, dass wir alle uns einig sind, sozusagen wir gegen ihn, dass das klar ist. Dann Kaiser 10 für 10. Kaiser 10 ist das Beste für das, um das zu bestellen. 5% auf die ganze Bestellung für immer und ewig. So, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist dieses Video optimal strukturiert, sodass man sagen kann, okay, wir haben zuerst mehr. Kannst du nicht mit Kaiser verkuppeln? Wie, was kommt jetzt in dem Chat? Nur weil er jetzt gerade über so zweideutigen Bullshit redet, wollt ihr direkt wieder. Ihr seid so vorhersehbar, ne? Wirklich. Mein Chat ist so vorhersehbar. Da muss nur einer irgendwie was Zweideutiges sagen und schon kommen hier die Leute an und sagen, kannst du mich bitte verkuppeln? Ja, ja. Ich weiß genau, wie ihr alle drauf seid. Ich weiß es genau. Mit, ich sage mal. Pfui, sage ich dazu. Pfui. Pfui. Ein bisschen jungen, älteren Menschen angefangen, dann haben wir so Leute in den 20ern gehabt und jetzt ist natürlich ganz klar, na, Anti-Aging für Kinder. Das erste Mal. Nein, es kommt nicht wirklich jetzt. Es kommt nicht wirklich jetzt Anti-Aging für Kinder. Es war im Thumbnail irgendwas mit 14-Jährigen, aber es kann jetzt nicht etwas Anti-Aging-mäßiges für Kinder kommen. Das ist nicht möglich. Was ich was davon mitbekommen habe, war bei Shirin. Shoutout, die hat nämlich ein 14-jähriges Mädchen gefunden, die eine aufwendigere Skincare-Routine hat, oder beziehungsweise Anti-Aging-Routine, als 99% der Menschheit. There's some things that I do to start on the aging process as a 14-year-old. Was ist denn das für ein Satz, Digga? Was ist denn das für ein Satz? Hä? Hä? Kann man nicht mal Kinder rauslassen aus irgendeiner Social Media Sache? Kann man nicht einmal Kinder da rauslassen? Here's what I do to slow down the aging process as a 14-year-old. Allein der Satz, Digga. Was ist das für ein Satz? I started doing most of these things at 12. Number one, I took. Fast. Sie hat mit 12 angefangen. Sie hat mit den meisten Sachen mit 12 angefangen. Wisst ihr, wann ich Anti-Aging angefangen habe? Vor 3 Monaten oder so. Vor 3 Monaten habe ich angefangen, Anti-Aging anzufangen. Und ich habe wieder vergessen, ich habe irgendwann mal im Podcast, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war. Ich habe irgendwie im Podcast mal erzählt, so, ey. Ich habe gar nicht so Cremes und so, weil ich kenne mich damit gar nicht aus. Dann habe ich von, Digga, bin ich dumm? Ich habe nicht die Marke, ich habe mir ganz viele Sachen geschickt. Also wirklich so, literally so 30 verschiedene Cremes und,
Lotions und Serums und so ein ganzes. Und ich so, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Bin mit diesen Sachen zu Bianca und Lisa gegangen, also meinen Assistentinnen, und hab gesagt, wie geht das? Und dann haben die mir eine Sonne und einen Mond da drauf gemacht für abends und morgens. Ne, was soll ich abends nehmen, was soll ich morgens? Also die haben nicht 30 Stück, sondern ich habe einfach gesagt, sag mir die wichtigsten 5 oder so. Und dann haben die mir 5 dahingestellt und dann eine Sonne drauf gemacht oder einen Mond oder Sonne und Mond. Ich kann es abends und morgens nehmen. Dann würde ich das auch verstehen, meinem kleinen Erbsenhirn so, ne? Und sie haben Zahlen da drauf geschrieben. Was soll ich zuerst nehmen? Weil Reihenfolge macht voll was aus. Also du darfst nicht Dinge, die du abends nimmst, auch morgens nehmen. Weil in den Sachen, die du abends nimmst, da ist irgendein Stoff drin und der macht dich lichtempfindlicher. Und das darfst du natürlich nicht morgens nehmen, weil es ist ja ein Licht, dieser ganze Schatz, ne? Und dann haben die mir, wie so für ein kleines Kind, haben die so Zahlen drauf geschrieben. So 1 und 2 und 3, damit ich weiß, wie die Reihenfolge ist. Jetzt ist das Problem, dass wenn ich das mache, da bist du im Badezimmer, ne? Und da sind deine Hände auch manchmal so ein bisschen feucht und cremig und so. Und davon geht ja so der Edding dann ab. So. Das heißt, irgendwie stand irgendwann nicht mehr erkennbar drauf, was jetzt was ist. Und ich bin ja so dumm, dass ich mir nichts merken kann. Auch selbst wenn ich das schon gemacht habe, ich kann ja nicht merken, was ich schon getan habe. Deswegen musste mir literally heute an Lisa Fotos geschickt, mit was die Sachen sind, die ich habe. Und also wirklich heute Morgen passiert, dass ich ihr Fotos geschickt habe von allem nochmal und sie mir nochmal eine Liste geschickt hat, was ich wann nehmen soll. Also was ich wann in welcher Reihenfolge machen soll. Hat sie mir heute nochmal geschrieben. Also nur um klar zu machen, wie nicht lebensfähig ich bin. Ich bin kein Mensch, der irgendwie in der Lage wäre, ohne Hilfe zu überleben. Aber das ist mein Anti-Aging-Prozess. Ihr wisst Bescheid. Take 2 apple cider vinegar pills. I do this twice a day. Number 2, I use a retinol twice a day. And one of my favorite tips is I get my body lotion and put a little bit in that. Bisschen Feuchtigkeitscreme nimmt sie und dies und das und hat so mehrere Schritte. And then apply to my body. Ach so, die macht das auf ihre Arme? Warte, muss ich das auf meine Arme tun? Ich tue das in mein Gesicht? Ich mache alles nur in mein Gesicht? Muss man das auf den ganzen Körper? Auf alles? Body as you. Muss man Anti-Aging, ganz kurz, muss man Anti-Aging auf alles tun? Muss man Anti-Aging, ganz kurz, muss man Anti-Aging auf alles tun? Nein. Nein. Puh, ich dachte, ich hätte jetzt alles falsch gemacht. Ich habe das so auf mein Gesicht getan und so ein bisschen Hals noch so. Vielleicht noch Öhrchen. Aber nur manchmal. Ich bin da nicht so konsistent, was ich mache. Jemand schreibt auf den Dödel. Du sagst es jetzt so aus Joke. Aber ganz ehrlich. Okay, ich sag's jetzt einfach. Ich sag jetzt einfach meinen Gedanken. Ich habe mir vor ein paar Tagen habe ich aus Recherchegründen super mit dem Anti-Aging. Du siehst keinen Tag älter aus als vor 3 Monaten. Das ist so lieb, Misfit. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe aus Recherchegründen vor ein paar Tagen einen Film gesehen. Einen solchen Film gesehen, was man halt manchmal sieht für Filme. Und als ich diesen Film sah, diese Filme, ihr wisst, was ich meine, diese Filme, war dort einfach ein Darsteller, und ich habe so angeguckt den Darsteller da dort und habe mir gedacht, boah, der sieht ja schon alt aus. Das war so mein Gedanke, war vor 3 Tagen. Und ich habe mir gedacht, boah, der sieht ja schon, das sieht schon aus nach einem alten Exemplar. So ist mein, Leute werden älter. So, ne? Natürlich sieht jedes Körperteil älter aus irgendwann. So, ne? Manche Körperteile, also sehen, wenn du jünger bist, jünger, und wenn du älter bist, sehen die älter aus. Das ist ja irgendwie klar. So. Und weil das gerade ein Joke war im Chat, sage ich das nur. Ne? Ist es nicht? Kann man nicht dem auch vorbeugen durch Cremes oder so? Also ist es auch möglich, wenn ich mein Gesicht schon sozusagen, wenn ich da ein bisschen Anti-Aging so vorbeugen kann, so durch Cremes, könnte ich dann auch dort sozusagen einem Aging-Prozess vorbeugen? Ich soll das nicht Lisa fragen. Ich glaube, dann würde
mal Lisa fragen. Digga, das ist sowieso, also was das Thema angeht, ist das arbeitsrechtlich bei mir alles so kritisch. Ich sag jetzt gleich noch eine andere Geschichte. Warte, aber beantwortet kurz erstmal ganz kurz meine Frage. Ganz kurz. Mein Gedanke ist doch erstmal nicht falsch gewesen. Man kann doch, weil auch das wird ja altern, auch das sieht ja irgendwann älter aus. Und wenn ich dem jetzt vorbeuge und jetzt schon irgendwie nein, manche schreiben safe, manche sagen nein, manche schreiben Botox. Ich glaube, mit Botox hat das nichts zu tun. Ich würde da nicht Botox reinballern, ne? Haut ist Haut, ja, denke ich mir auch, Haut ist Haut. Ist dann natürlich, was man da irgendwie drauf tut und an welche Stellen genau oder so, aber grundsätzlich ist doch kein dummer Gedanke. So, alle wollen immer ihr Gesicht nur schön haben, weil, verstehe ich auch, das sieht man ja, aber ich kann schon verstehen, also es ist doch eigentlich kein dummer Gedanke, dass man sagt, hey, das will ich auch. Das will ich auch, dass es im Alter noch schöner aussieht, so, das ist doch eigentlich was in Ordnung. So. Okay, liebe Mods, könnt ihr mich erinnern an den Chat, dass ich das dann Lisa frage morgen. Dankeschön. Apropos arbeitstechnisch nicht okay. Ich habe, okay, das ist die letzte Sache, die ich erzähle, weil ich wirklich dann im Kopf und Kragen. Die letzte Sache, die ich erzähle. Heute auch passiert. Bianca ist ja meine PA, meine persönliche Assistentin. Und Bianca macht auch Arzttermine und so. Das heißt, Bianca erinnert mich auch an Arzttermine. Ne, wenn sie irgendwie sagt, hey, erzähl bitte weiter. Ja, ich erzähl das noch, keine Angst. Bianca macht Arzttermine von mir. Und ich, also wenn ihr zum Beispiel einen Zahnarzttermin habt, dann sagt sie mir auch, hey, du hast morgen einen Zahnarzttermin, denk da dran. Ne? Das ist ja klar, sie erinnert mich an Termine von Ärzten so. Und sie, vielleicht die Leute, die im Podcast hören, wissen das. Das ist eine Sache, die kann man ja auch sagen. Einfach weil ich ja auch nicht jünger werde und es mir schade, das zu tun, habe ich mir gedacht, könnte ich ja sozusagen was einfrieren von dem, was ich da produziere. So, man kann ja Dinge einfrieren, so, ne? Einfach just to be safe. So. Vielleicht ist es ja irgendwann nicht mehr so gut in der Qualität oder so. Es schadet nicht so. Ne? Und genau. Die Leute, die den Podcast hören, wissen Bescheid. Und Bianca muss mich daran erinnern, auch schon 5 Tage davor, weil die Ansage ist, dass du 5 Tage davor halt nicht sozusagen schon was sollst. Dass das sozusagen, wenn der Tag dann ist, wenn du das zum Einfrieren abgibst, dass das möglichst in der Quantität auch viel ist. Versteht man, was ich meine? Und es ist jetzt wieder ein neuer Termin in ein paar Tagen und Bianca hatte mich vor 2 Tagen schon daran erinnert und gesagt, hey, in 5 Tagen ist der Termin. In 5 Tagen ist der neue Termin. Du darfst nicht masturbieren. Also so viel nur zu arbeitsrechtlich, ich sag mal schwammig. Die Grenzen des Arbeitsrechts sind fließend. Und deswegen sozusagen sie, also es ist Teil ihres Jobs, mich daran zu erinnern, nicht zu masturbieren, also ihren Chef daran zu erinnern, nicht zu masturbieren. Und das Problem ist, sie muss mich leider mehrfach daran erinnern, nicht zu masturbieren, weil ich es schon wieder vergessen habe in der Zwischenzeit. Das heißt, heute hat sie mit mir geredet und hat gesagt, hey, denkst du auch noch dran? Lieber Chef, denkst du dran, nicht zu masturbieren? Und ich habe gesagt, oh nein, ich habe jetzt oh nein, Bianca, ich habe nun mal hier. Was tun wir denn jetzt? Dann bitte erinnere mich häufiger dran, dass ich nicht. Wirklich, für mich zu arbeiten ist nicht okay. Es ist nicht okay. Okay, ich mache einfach weiter. Ich mache einfach weiter Play. Weil ich weiß nicht, was ich sonst tun soll, Digga. Next is I love Korean skincare and I do 2 face masks a day. I always use the leftover essence all over my body. Never forget to do skincare on your neck because that's one of the main things that ages. Next, I would always recommend a sunscreen with usually an SPF above 50. Sonnencreme ist aber actually wichtig. Sonnencreme ohne ist so S-Tier-Shit, glaube ich. Ich kenne mich gar nicht aus.
habe totales Halbwissen. Ist vielleicht auch völliger Quatsch, was ich erzähle, weil ich kenne mich mit diesem Thema gar nicht aus. Aber was ich so von meinem Halbwissen-Gefühl habe, ist, dass wenn etwas wichtig ist, dann irgendwie so Feuchtigkeitscreme mit Sonnenschutz. Also, dass du irgendwie so Sonnenschutz hast, weil ich glaube, das ist wirklich so super, super wichtig. Weil, weiß nicht, the sun is a deadly laser, Digga. Die zappt dich halt. I use 3 fingers worth before my makeup. Next, I always have green tea in the morning. Green tea is great for slowing down the anti-aging process. Ist das so? Grüner Tee macht Altern weg? Also weniger? Ist es so? Sollte man grünen Tee trinken? Sollte man grünen Tee trinken? Naja, oha, ja. Leute sagen ja. Ja, und ist besser als Kaffee. Ja, besser als Kaffee auf jeden Fall. Aber das sollte ich noch verändern in meinem Leben. Okay, dann trinke ich Kaffee. Dicker. Dann trinke ich Tee, wollte ich sagen. Grüner Tee. So dumm. Wie kann ich so dumm sein? It says, and it's super anti-inflammatory. I always add a spoonful of raw honey to it, because that's also an anti-inflammatory. Whenever I'm going on a long road trip, I always tape up a piece of construction paper. This blocks most of the UV rays. Aber sie hat doch schon Sonnenschutz. Also sie hat gerade gesagt, dass immer, wenn sie im Auto fährt, ich dachte gerade, warum fährt sie denn hinten? Ist sie nicht reich? Und sie ist halt 14. Deswegen natürlich fährt sie hinten. Wo soll sie sonst fahren? Sie fährt ja nicht selber. Hat sie erzählt, dass immer, wenn sie im Auto sitzt, dass sie dann immer so was an die Scheiben klebt, damit keine Sonneneinstrahlung direkt auf sie draufkommt oder weniger, damit das auch schützt. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Overkill, ne? Weiß ich nicht. Das ist jetzt also, wenn du dich komplett der Sonne entziehst, dann ist das, glaube ich, auch nicht so geil. Also Vitamin D so ist dann auch nicht so am Ballern. Aber okay, ist ja bei den meisten sowieso nicht so am Ballern. And last but not least, I always sleep with a satin pillowcase. Feuchtig. Ist es wichtig auf Satin-Unterwäsche, Unterwäsche, Digga, Bettwäsche zu schlafen? Ist das was Wichtiges? Ist das was Gutes?